Herzlich willkommen zu einer Art Schlagzeugkurs. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ihr ausprobieren könnt, ob Schlagzeug ein geeignetes Instrument für euch ist. Und das könnt ihr ausprobieren, ohne dass ihr ein Schlagzeug kaufen müsst, weil man diese Bewegungsabläufe, die man da trainieren muss, ganz easy und überall auch ohne Schlagzeug trainieren könnt. Das Einfachste, was man so machen kann, ist ein Viervierteltakt. Ich führe das mal im Schlagzeug vor. Das geht so. Man kann mitzählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. So. Man kann natürlich immer noch ein bisschen mehr dazwischen einbauen, aber egal. Das Ganze kann ich auch machen ohne Schlagzeug stecken und ohne Schlagzeug. Ich spiele übrigens halblinks. Das heißt, ich spiele mit der linken Hand die Hi-Hat, das ist dieses hier. Das spielt der Rechtshänder im Normalfall mit der rechten Hand. Das sieht dann so aus. Nur um das mal erwähnt zu haben. Also wer normal Rechtshänder ist und das so spielen möchte, wie das normalerweise gespielt wird, der spielt das mit der rechten Hand. Ich führe es jetzt gleich nochmal vor. Es reichen, um das zu üben, am Anfang 2 Hände und ein Bein. Das wäre dann das rechte Bein. So, ich habe schon mitgezählt und jetzt kann man mal anfangen. Das, was da so durchläuft und wo man mal das Zählen ein bisschen anfangen kann zu üben, das wäre die rechte Hand, die Achtel da so spielt in diesem Viervierteltakt. Das geht dann so 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Also ich klopfe mit der rechten Hand auf das linke Bein. Brauche keine Eier, das geht also einfach so. Ich muss vor allem diese Bewegungsabläufe trainieren. Und das geht, wie gesagt, ohne Schlagzeug. Das geht auch im Bus, das geht im Auto, außer man fährt. Das würde ich dann nicht empfehlen. Wenn ich der Fahrer bin, dann sollte ich da vielleicht nicht unbedingt Schlagzeug üben. Davon rate ich ab. Ich übernehme auch keine Konsequenzen, wenn einer das trotzdem probiert. Gelle, das macht ja alles schön auf eigene Gefahr. Okay, aber das kann man am Küchentisch und was weiß ich. Beim Essen weiß ich nicht, ob der Papa oder die Mama dann da vielleicht ein bisschen, wenn man da rumklopft beim Essen, weiß ich auch nicht. Aber ansonsten kann man das also ganz bequem immer und überall machen, wenn man sitzt. Zur Not geht es vielleicht sogar im Stehen. Das geht auch, ja. Okay, also, wir haben jetzt angefangen, die Achtel mit der rechten Hand. Um das Ganze ein bisschen schwieriger und damit wir ein Stück weiterkommen, können wir mal ich am Schlagzeug mit der Bassdrum mache, wo ich also auf die Fußmaschine trete. Das kann ich ganz einfach so machen. Ich stampfe einfach auf den Boden. Das ist auch nichts groß anderes als das, was ich am Schlagzeug mache. Entweder auf dem Boden stampfen oder mit dem Fuß auftippen. Aber um den Bewegungsablauf einfach mal zu trainieren, ist es ziemlich wurscht. Für den Anfang, behaupte ich jetzt mal. So, also auf 1 und auf 3 kommt dann der Fuß mit. Führt das mal vor, ihr könnt dann versuchen mal mitzumachen und da reinzukommen. So, wir fangen an. Auf 1 und auf 3. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. Und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Okay, das nächste, was man machen kann, das ist dann eben die linke Hand dazu zu nehmen. Die spielt dann auf 2 und auf 4. Das können wir jetzt als nächstes trainieren. Also, wir machen 1 und 2 und 3 und 4 und
2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und so weiter. So, und dann ganz verschärft für die, die das schon ganz gut können, das alles miteinander. Also den Fuß auf 1 und auf 3 und auf 2 und auf 4 die linke Hand. Und damit hätten wir dann eigentlich schon dieses ganze Basispattern beieinander. Ja, aber ich denke, das ist dann schon mal, viele waren da schon ganz schön kämpfen, glaube ich, und sich dann vielleicht den Entschluss, ein Schlagzeug zu kaufen, vielleicht nochmal überlegen, aber egal. So, wir probieren das jetzt. Also auf 1 den Fuß, auf 3 den Fuß, auf 2 die linke Hand und auf 4 die linke Hand. Geht dann also so. Ich versuche das schön langsam zu machen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 2 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 4 1 und 2 3 und 4 und so. Macht euch nichts draus, wenn ihr feststellt, das geht mal einen Takt und zwei vielleicht und dann haut es euch raus. Das ist ganz normal, weil das Gehirn einfach aussteigt. Das ist ein hohes Maß an Konzentration, was das Gehirn da aufbringen muss. Und das schafft das Gehirn zunächst mal eine Zeit lang und dann steigt es aus. Allerdings lernt das Gehirn natürlich auch und es geht dann immer weiter. Also wo mal ein Takt oder zwei funktionieren, dann probiert man es beim nächsten Mal, da funktionieren dann vielleicht schon drei oder vier Takte und das geht dann immer so weiter. Also das wäre mal die Basis fürs Schlagzeugspielen, für die Leute, die sich sagen, oh, Schlagzeug, haha. Probiert das mal aus. Wenn das gut geht, dann würde ich sagen, ja. Warum denn nicht? Gell? Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schlagzeugspielen macht natürlich auch Spaß, das ist ja gar kein Thema. Schön Fehler machen, wie bei jedem Instrument kann man natürlich auf dem Schlagzeug auch schön Fehler machen, wie ich euch eben demonstriert habe. Aber es macht trotzdem Spaß. Ja, und wenn ihr wollt, kann man dann mal irgendwie da aufbauen, so dann schwierigere Sachen, 16. Wenn ihr das möchtet, dann sagt mir da Bescheid und schreibt mir was in die Kommentare und sowas. Wenn ihr das haben möchtet und da Interesse besteht, zur Not könnte ich das auch auf Englisch probieren. Mal sehen. Mal sehen, was wir alles noch so Schönes machen. Danke fürs Zusehen, Zuschauen und tschüss.